herzlich willkommen zurück zum Spiel Al-Rashid aus dem Hause Jemaja. Hier ist Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und wir spielen jetzt eine volle Vier-Spieler-Partie von Al-Rashid. Genau 5 Runden lang geht das Spiel und wir starten direkt. Viel Spaß dabei! Der erste Zug von Rot wird sein, sich zu präparieren. Und er tut diesen Dreier-Spieler, wir haben ja keine große Ahnung aktuell, hierhin, um möglicherweise viele Armeen zu kaufen, um dann hier auch kämpfen zu gehen. Denn es wird ja in der Zukunft mehr geben. Gelb hingegen ist der Einzige, der hier eine 4 hat und sich ziemlich sicher fühlt. Und deswegen wird der als allererstes seinen kleinen Mann, und zwar nur den kleinsten, hierhin schicken und hofft hier ordentlich was abgreifen zu können. Ja, als nächstes ist dran Grün und Grün überlegt sich, ja, ich bin relativ weit hinten in der Rangreihenfolge, möglicherweise wäre es ganz toll, hier in den Palast zu gehen, aber ich will meinen anderen Leuten natürlich nicht so einfach verraten, was ich mache, deswegen schicke ich als allererstes erstmal diesen mittleren hier rein, vielleicht kann ich nachher da noch was ändern. Und Blau möchte ebenfalls ein paar Waren haben. Nun ist es ganz interessant, wenn man sich hier anguckt, was auf dem Brett ist, ist es immer nur Eisen, Hartholz und diese Töpferwaren. Die hat ja jeder zum Start schon bekommen. Gewürze hat keiner bekommen und Seide, das ist das Weiße nicht. Das heißt, das hier sind die 4 Fleischtöpfe. Hier ist vielleicht ein Fleischtopf. Und damit ich noch wirklich was abkriege, lege ich ebenfalls den Zweier rein. Und wenn ich Erster bin, kriege ich da bestimmt auch was ab. So ist jedenfalls meine Hoffnung. Rot ist weiterhin dran. Rot überlegt sich, er braucht, hier kriegt er ja hoffentlich endlich Militäreinheiten. Er braucht aber auch unbedingt Waren. Und weil er es im Moment etwas schwierig hat, nimmt er erst einmal diesen einfachen hier und überlegt sich, ach, hier kriegt man 5 gleiche Waren. Es ist zwar nur Metall, aber die nehme ich jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich mir auch diesen Contract holen. Schauen wir mal, ob das was wird. Gelb. Geld hat ja im Moment noch keiner, ebenfalls er möchte Waren haben. Sich hier reinzusetzen als Zweiter wäre blöd, weil ich auch schon meine Scheibe habe. Hier kriege ich hoffentlich schon Waren, weil ich ja sehr stark bin. Ich werde mich also hier rein begeben und dort einfach was Einfaches abgreifen. Ja, Grün, wir hatten schon gesagt, er spekuliert auch so ein bisschen damit, vielleicht noch in den Palast reinzugehen. Und da er sieht, dass das Gleiche vielleicht ebenfalls Blau vorhat, geht er zu Herrn Al-Rashid und will dort um seine Gunst betteln. Ja, Blau ist jetzt so ein bisschen betrogen. Tut er das auch, dann wird er Platz 2, hat eigentlich sonst keine großen Nachteile davon. Er wird es also auch tun, weil auch er nächste Runde mal Erster sein möchte oder in dem Fall Zweiter. Ja, und dann bleibt noch Rot. Rot hat eine ganz schwache Landeinheit. Rot möchte aber unbedingt, hat er sich überlegt, hier Militärpräsenz und definitiv Waren abgreifen. Nun sieht er, hier kann er seinen Pascha reinsetzen und nochmal richtig zuschlagen. Ja, Gelb hat seinen letzten Pascha. Gelb hat sich auch überlegt, Waren ist eigentlich alles, was man haben will. Aber, ja, hier diese beiden kann ich natürlich nicht, weil ich keine weiteren Militäreinheiten habe. Hier könnte ich auch noch mal richtig Waren abgreifen und mit dem Pascha bin ich auf jeden Fall Erster. Das gleiche gilt hier, da könnte ich dann auch noch mal Rot ärgern, denn Rot hat ja eben auch jemand anders geärgert und das mache ich, ich setze mich da rein. Ja, bleiben noch Grün und Blau, beide haben nur noch diese eine Scheibe. Grün überlegt sich, hoffentlich bekomme ich irgendwoher Gold über den Zug und möchte sich einfach eine weitere kleine Scheibe kaufen. Und Blau, leider ist er so ein bisschen der Letzte, das ist schade. Blau würde sich jetzt am allerliebsten hier reinsetzen, um den Pascha zu kaufen, aber der ist definitiv zu teuer. Blau setzt sich hier rein und möchte sich eine weitere davon kaufen. Ja, und damit haben wir das Einsetzen geschafft und Rot beginnt mit der Auflösung. Rot muss hier kein Militär fürchten, hier ebenfalls kein Militär fürchten, sieht aber, dass Grün sich noch bewegen könnte auf dem Landweg
Und da hat Grün schon einen kleinen Fehler gemacht, weil man kann sich nur auf dem Land bewegen. Jetzt kann er die alle ausspionieren. Das ist auch so alles, was er kann. Ja, bleibt also die Überlegung, was wir hier machen. Und Rot startet also damit, eine der beiden Provinzen aufzulösen, in denen er ist. Oder aber zwingt er vielleicht. Nein, er zwingt Blau hier als allererstes seine Aktion auszuführen. Blaus Aktion ist, sich entweder hier einen Händler zu kaufen für 8 oder ein Amt zu kaufen und dann hier eine Ware zu tauschen. Leider macht man das im Anschluss. Gucken wir einmal, ob Blau genug Geld hat, um sich für 8 etwas zu kaufen. Blau hat drei verschiedene einmal und zwei verschiedene. Nun gucken wir auf die Liste hier. Drei verschiedene bringen 6, zwei verschiedene 3, macht zusammen 9. Wenn er also alle Waren abgibt, kann er sich eine neue Sache kaufen. Das Blöde ist, und das muss Blau beachten, er ist danach hier oben drin. Und wenn das als nächstes aufgelöst wird, kann er sich nichts leisten. Kann er sich nichts leisten? Doch, natürlich. Sein Pascha ist drin, er bekommt eine Ware und kann dann den, muss aber nicht kaufen. Das heißt, er hat also kein Problem. Er macht es, er tauscht alle seine Waren ein und nimmt sich einen aus dem Vorrat, einen neuen von diesen Spielerdingern hier raus. Wechselgeld bekommt man bei Waren natürlich nicht wieder. Einerseits gibt diese Spielfigur somit auch schon gleich Siegpunkte für die Endabwertung, andererseits aber ebenfalls auch einen weiteren Arbeiter. Das kann ich nicht machen, weil ich entweder das kaufen kann oder das machen. Hingegen habe ich auch kein Geld. Und ich könnte jetzt noch eine Ware umsonst tauschen. Da ich aber keine Ware mehr habe, lohnt sich die Aktion natürlich auch nicht. Als nächstes darf sich Gelb überlegen, was er macht. Und Gelb möchte auf jeden Fall Waren haben. Und er geht hier das hohe Risiko ein und guckt sich diesen hier an. Glück gehabt, es ist ein Söldner der Stufe 3. Gelb hat einen Söldner der Stufe 4. Beide kommen aus dem Spiel erst einmal. Und er darf sich jetzt aussuchen. Entweder viermal Seide, die sehr schwer im Spiel zu kriegen ist. Oder aber drei verschiedene. Also zum Beispiel Seide, Gewürze und diesen Vertrag. Nun ist die Frage, ob ich lieber vier oder drei verschiedene Waren haben möchte. Bei drei verschiedenen hätte ich gleich 15 zusammen, denn ich starte ja hiermit und ich würde mir natürlich hier das Gewürz nehmen und die Seide. Gelb hat keinen oben in den Palästen, das heißt, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Hier kriege ich aber leider auch nichts. Hier will ich aber die 5 abräumen, also nehme ich mir hier 1, 2 und ich nehme mir diesen Vertrag. Schauen wir mal, ob mir der später was bringt. Diese drei Sachen nehme ich mir so. Plop, plop, plop. Das war Gelb und Gelb kriegt seinen Spielstein wieder zurück. Als nächstes darf Grün etwas auflösen. Ja, und Grün möchte unbedingt hier in der Spielerreihenfolge jetzt schon direkt nach vorne laufen und sagt also, ich löse mal den Palast auf. Als erstes darf er sich eine Ware aussuchen und da nimmt er sich natürlich eine sehr seltene. Er nimmt sich Seide. Als nächstes kommt er dann auf Platz 1. Blau kommt übrigens auf Platz 2, somit werden Rot und Gelb nach hinten geschoben. Ebenfalls darf sich Blau auch noch eine Ware aussuchen. Das machen wir noch ganz kurz. Auch er nimmt sich hier die Seide. Und dann dürfen beide noch gegebenenfalls diese Titel kaufen. Und dazu muss ich die eben mal einfach lesen. Und dann überlegt sich Grün, denn der ist ja aktiv dran, ob er sich einen Titel kauft. Ich habe mich dafür entschieden, diesen sogenannten Monopolisten zu kaufen. Für, oh, jetzt sieht man es gar nicht, 3 Gold. Der bringt einen Siegpunkt, das ist die weiße 1 daneben. Kostet mich 3 Gold und bringt mir ein Gewürz. So, 3 Gold. Dazu gibt man am besten zwei verschiedene Waren ab. Und ich habe ja schon festgestellt, dass diese beiden hier die wohl wertlosesten Waren sind, denn die gibt es überall zu holen. So, und dafür bekomme ich ein Gewürz zurück. So, sieht auf den ersten Blick nach einem schlechten Deal aus. Vielleicht ist es das auch. So, und Blau hat kein Geld. Er hätte eine Ware, aber für einen gibt es da nichts drin, habe ich mal geguckt. Demzufolge entscheidet er sich, keinen Titel zu kaufen. So, und damit kommen wir dann zur Auflösung von Blau. Blau hat aber schon alle seine vom Spiel genommen bekommen und muss darum verzichten. Als nächstes ist Rot dran.
Ja, Rot hat sich überlegt, hier, wenn er ihn zwingt, das zu machen, das ist jetzt nicht so schlimm, das kann er eh machen. Hier den Kauf, er hat auch Tonnen von Waren, ebenfalls das löst auch nichts Böses aus. Gelb hier zu zwingen, hilft ihm auch nichts. Der geht also direkt in seine Sachen und er fängt einfach hier an, warum nicht? Er kann sich nun also aussuchen. Nein, er nimmt sich erst Waren. Quatsch, das ist ja viel besser. Oder dort, die kosten nichts. Nee, er fängt hier an. Was soll das also? Das ist ja Blödsinn. Er kann als erster Spieler sich drei Kampfkarten nehmen. Es sind aktuell 1, 2 draußen. Das heißt also, er nimmt sich zwei, eine Landeinheit und zwei Wassereinheiten. Warum diese Kombination? Er hat dort oben schon eine Landeinheit, die ist schlecht. Oh, die Wassereinheit, eine 3 und eine 4, das ist natürlich ganz gut. Und eine Landeinheit ebenfalls eine 4. Man muss dazu sagen, diese sind geheim im Spiel. Ich lege die nur offen hin, damit es für mich einfacher ist. Aber die anderen wissen nicht, was ich habe. So, das heißt, das habe ich gemacht. Ich darf jetzt noch eine Ware, wenn ich möchte, in eine weitere Armee umwandeln. Jetzt gucken wir mal aufs Brett. Hier bekommt Rot sicherlich drei Töpferwaren. Hier bekommt Rot zwei verschiedene Waren. Da ist bestimmt eins dieser Holzdinger dabei. Das heißt, er könnte entweder ein Holz oder eine Töpferware umwandeln. Hier würde er sich auch drei verschiedene nehmen, habe ich mir gerade überlegt. Das heißt, ich werde auf jeden Fall ein Holz nehmen und das eintauschen in noch ein. Und aktuell habe ich etwas weniger auf Land. Deswegen nehme ich noch ein Land. Und jetzt habe ich richtig hier Landeinheiten übermacht. Ja, ich hätte natürlich auch ein Tidal nehmen können, aber ich denke, das Gefühl sagt mir, wenn ich Platz 1 bin, mache ich immer lieber das. So, als nächstes ist Gelb dran. Gelb sagt sich, jetzt oder nie, komm, ich will direkt hier Waren haben. Her damit, ich bin Spieler 1. Man ändert hier dann die Spielereihenfolge. Der Pascha und der nimmt sich 5 gleiche Waren. Ich denke mal, man kriegt nachher schon noch irgendwie die Möglichkeit, die auch loszuwerden. Damit ist Rot ebenfalls dran und kann sich zwei verschiedene Dinge nehmen. Einmal nimmt er den und einmal den. Denn hier unten kriegt er ja auch noch Waren. Und damit hat er sich jetzt auch so ein Contract gesichert. Ja, Grün ist ebenfalls dran. Grün hat hier oben noch was. Den anderen da jetzt zu helfen, das ist eigentlich völlig wurscht, ob man es macht oder nicht. Damit kann man nur das Spiel ändern oder beschleunigen. Dieses hier ist für ihn weiterhin etwas blöd, weil er jetzt nur noch unter zwei gucken kann. Hilft ihm nicht so richtig viel. Da überlegt er sich vielleicht wirklich so einen Titel zu akquirieren. Er überlegt sich hier einmal, mich kostet als Spieler 1 ein neuer 8 Gold. Gucken wir also mal, ob Spieler Grün 8 Gold hat aktuell. 1, 2, 3, 4 verschiedene Waren. 4 verschiedene Waren sind 10. Das heißt, genau das werde ich machen. Ich werde, habe ich 8 gesagt? Wie komme ich denn auf 8? Das sind natürlich nur 5. Das heißt, ich muss auch nur 3 verschiedene abgeben. Ich werde genau das machen. Ich werde diesen hier eintauschen, oder was ist eintauschen? Ich werde meinen Arbeiter zurücknehmen und werde für 5 Gold eine neue Scheibe kaufen. Weiß allerdings auch, dass noch der Gefallen dort 2 weitere kostet, also für 7. Und jetzt gucken wir doch noch mal eben hier hin. 3 verschiedene sind 6, 4 verschiedene 10. Das heißt, wenn ich also 1, 2, 3 verschiedene zum Beispiel nehme, habe ich 6, einen extra sind 7. Oder ob ich 4 verschiedene nehme, macht keinen Unterschied. Ich nehme also 4 verschiedene und bezahle damit gleich beides. Ich hoffe, dass ich auch mit einmal Geld eintauschen beides bezahlen kann. Das habe ich nicht so hundertprozentig rausgelesen. Wenn, korrigiere ich das gleich nochmal. Ich habe mir hier also einen Vertrag genommen und eine Scheibe, einen weiteren Arbeiter. Gehen wir wieder zurück zu Rot, denn Blau hat ja alle schon zurück. Und Rot löst diese Provinz auf, kommt auf Platz 1, Blau auf 2. Und er kann sich jetzt überlegen, nehme ich alle oder 3 verschiedene. Ich hatte ja schon beschlossen, 3 verschiedene ab in mein Heimatreich hier. Zack, zack und zack. Und Blau darf sich ebenfalls noch überlegen. Und damit habe ich schon die ganze Zeit einen Fehler gemacht. Blau hätte da auch auflösen können. Aber egal, Blau nimmt 2 verschiedene. Wie unangenehm. Rot hat auf jeden Fall jetzt alle zu Hause, kommt noch Gelb dran, ebenfalls Gelb löst dieses Land auf und hat damit auch alle zu Hause. Und er kann sich jetzt überlegen, nimmt er alle lilanen oder 3 verschiedene? Er nimmt alle lilanen, denn das sind ebenfalls 4. Und
Gelb hat total auf Wareneinnahme gespielt. Ob sich das auszahlt, weiß ich nicht. Rot und Gelb sind bereits fertig. Und auch da habe ich einen kleinen Fehler gemacht bei der Auflösung. Eigentlich wären Grün und Blau dran gewesen, weil wir ja die Reihenfolge getauscht haben. Ich hoffe, ihr seht mir das hier nach etwas, denn das jetzt wieder herzustellen ist mir ein bisschen zu kompliziert. Und Grün ist der Letzte, der überhaupt noch einen Spieler auf dem Feld hat. Das heißt, der macht das, der darf für ein Gold, das muss man noch wissen, hier eine Sache kopieren. Und das überlege ich vielleicht noch, ob ich das gleich tue. Wobei, ein Gold habe ich. Hier bräuchte ich ein weiteres Gold, das hilft nichts. Hier brauche ich ebenfalls Gold. Hier dürfte ich Waren tauschen. Ich habe keine Waren, das macht keinen Sinn. Und hier kann ich Waren gegen Händler eintauschen. Das heißt also, den Gefallen werde ich nicht tun. Und ich kann mir jetzt überlegen, ob ich einen Titel kaufe oder aber hier untergucke. Untergucken kann ich immer. Ob mir das wirklich hilft, weiß ich nicht. Einen Titel kaufen und ich habe eine -3-Titel-Sache. Gucken wir uns einmal die Titel an. Ich habe mir kurz die ganzen Titel durchgelesen und entscheide mich dafür, diesen Titel zu kaufen. Das ist der Schmuggler, ein sogenannter Ongoing-Effekt. Das ist nämlich auch noch ganz wichtig bei diesen Dingen hier. Einige sind einmalig zu benutzen, einige sind ständig zu benutzen, wie Ongoing. Und manche sind zu aktivieren, bedeutet einmal pro Runde. Der Schmuggler, der kostet mich 3. Das werde ich euch zeigen. Ich nehme erstmal den zurück. Und nehme mir diesen Titel hier hin. Dafür muss ich 3 bezahlen, aber ich habe ja die Credit Note und die tue ich zurück und die bringt mir 3. Was bringt mir der Schmuggler? Ich kann jetzt Waren 1:1 tauschen. Schauen wir uns noch mal ganz kurz diesen hier an. Das ist ein sogenannter Single-Effekt. Das heißt, ich habe ihn einmal benutzt, den drehe ich mal um. Der gibt mir natürlich nachher noch Punkte, Siegpunkte, aber ich habe ihn benutzt. Und dieses hier ist einer, den ich jede Runde aktivieren kann. Jede Runde genau einmal. Das mache ich jetzt. Dazu drehe ich ihn um. Darum auch auf der Rückseite ein Bild. Den flippe ich nämlich nachher wieder um. Und ich darf eine Ware in jede x-beliebige tauschen, einmal pro Runde. Und ich habe ja schon festgestellt, Seide ist so wichtig. Das ist die letzte Aktion, die ich gemacht habe. Nun sehen wir schon, das Board ist geklärt. Er hat ein paar Waren eingesammelt. Er hat richtig viele Waren eingesammelt. Er hat aber relativ viel mit Militär. Er hat dafür einen weiteren Arbeiter. Er hat ebenfalls einen noch mehr größeren Arbeiter. Er hat dafür 2 Titel. Er hat dafür noch ein bisschen Geld. Er hat kein Geld. Also so genau weiß ich nicht, wie es weitergeht. Wir gucken jetzt nochmal eben an, wie es weiter hier auf dem Spielbrett läuft. Erst einmal gehen wir in Runde 2. Ich fülle gleich alle Waren hier noch einmal auf, auch die Verträge. Und wir bekommen von den weißen Krisenkarten eine Krisenkarte dazu. Die gucken wir uns jetzt mal eben an. Und die besagt hier oben in der einen Provinz ein Flusskämpfer und in 2 Landkämpfer in diesen Provinzen. Und ebenfalls die tue ich auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur zweiten Runde von Al-Rashid. Ich hoffe, euch hat die erste Runde gefallen und wir sehen uns gleich wieder beim Worker Placement Spiel mit Zurückbrettspiele. Mein Name ist Nils und viel Spaß bis dahin. Tschüss!